Wer macht denn sowas? Sowas komponiert Friedemann Schmidt-Mechau und ich, Matthias Lorenz, spiele es auf dem Cello. Es war der erste Satz aus seinem Stück Morgenlachen von 1997. Und das eigentlich Besondere an diesem Stück ist, dass Friedemann Schmidt-Mechau nicht, wie man das sonst tut, das Klangresultat notiert hat, sondern er hat die Bewegungen notiert, die ich zu tun habe. Und der Klang entsteht dann erst, wenn ich diese Bewegungen genau richtig ausführe. Morgenlachen, das Stück, das ich als erstes gespielt habe, ist echt abgefahren. Nicht alles, was Friedemann Schmidt-Mechau komponiert hat, ist so extrem. So schreibt er normalerweise eben auch das Klangresultat vor, zum Beispiel auch in seinem 2019 entstandenen Stück Entgegnung. Dieses Stück werde ich im Rahmen der drei Konzerte, um die es bei diesem Projekt geht, uraufführen. Und ich spiele jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dieser bisher noch völlig ungehörten Musik. Zu verstehen ist nämlich die Landschaft, wenn du im D-Zug vor dahin nach dort hin vorbeifährst, während die Stunde dein Verschwinden betrachtet. Zu diesem Projekt gehören drei Konzerte, eines in Dresden, eins in Frankfurt am Main und eins in Oldenburg. Anlass, das zu tun, ist der 65. Geburtstag von Friedemann Schmidt-Mechau, den er im Januar gefeiert hat. Ich spiele in diesen Konzerten vier Stücke für Cello Solo, die entstanden sind zwischen 1990 und 2019. Und indem ich diese vier Stücke spiele, schafft man einen sehr schönen Überblick in das Komponieren der vergangenen 30 Jahre von ihm. Zum Abschluss dieses Videos spiele ich jetzt noch einen Ausschnitt aus Morgenlachen, Nummer 21, der etwas länger dauert.